Aufgrund dessen, dass sich der Junge weigerte, meine Aufforderung nachzukommen, stach ich zu. Erwin Hagedorn wurde am 30. Januar 1952 in Eberswalde in der damaligen DDR geboren. Am 31. Mai 1969 ermordete der gerade mal 16-jährige Kochlehrling zwei 9-jährige Schüler im Wald von Eberswalde. Beiden Jungen hatte er die Kehle durchgeschnitten und die stark verwesten Leichen fand man erst nach 2 Wochen. Die Volkspolizei fahndete zunächst erfolglos. Es wurde auch erstmals versucht, ein Täterprofil zu erstellen. Dazu wurden aus Westdeutschland Unterlagen des Falls Jürgen Bartsch besorgt. Die Ermittlungen mussten allerdings eingestellt werden. Mehr als 2 Jahre später, am 7. Oktober 1971, tötete Hagedorn einen 12-jährigen Jungen, ebenfalls mit seinem Messer. Der Stadtteil Westend von Eberswalde wurde daraufhin von der Volkspolizei besetzt. Vor jedem Hauseingang standen Polizisten und Beamte. Kinder durften ohne elterliche Begleitung das Haus nicht mehr verlassen. Zunächst wurden an Schulen Kinder befragt. Und das führte zum ersten Mal zu einem kleinen Erfolg. Ein Junge war Jahre zuvor von Hagedorn missbraucht worden. Am 12. November 1971 wurde Hagedorn verhaftet. Er war vollgeständig. Die Polizei rekonstruierte die Taten und drehte einen Polizeilehrfilm mit Hagedorn in der Hauptrolle. Die Rolle schien Hagedorn sehr zu gefallen. Am 9. Mai 1972 begann die Verhandlung. Hagedorn wurde zum Tode verurteilt. Ein von den Eltern eingereichtes Gnadengesuch wurde sofort abgelehnt. Am 15. September 1972 wurde der 20-jährige Erwin Hagedorn mit einem Kopfschuss hingerichtet.